Hey Leute und willkommen auf meinem Beauty-Kanal. Ich nehme euch heute kurzerhand mit, denn ich mache mich fertig für eine Hochzeit, beziehungsweise ich bin ja schon fertig. Das ist der Look, den ich geschminkt habe. Ich habe einfach die Kamera mitlaufen lassen und habe einfach so ein ganz ungezwungenes Tutorial gedreht. Also wenn ihr sehen wollt, wie ich diesen Look geschminkt habe, dann bleibt auf jeden Fall dran. Hinterlasst mir auch sehr, sehr gerne ein Abo. Ich würde mich total drüber freuen und natürlich ein Like, wenn es euch gefällt. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. So, guten Morgen. Ich habe euch jetzt ein bisschen näher rangeholt, da ich direkt mit den Augen beginnen werde heute. Bitte habt Erbarmen, ich sehe so scheiße aus gerade. Ich bin gerade aufgestanden und bin so müde. Oh mein Gott. So, was ich jetzt in letzter Zeit immer mache, wenn ich so geschwollene Augen habe, müde Augen habe oder so leicht geschwollene Augenpartien habe, so leicht dunkle Augenringe, benutze ich ein bestimmtes Produkt. Ich habe nämlich da was zugeschickt bekommen und zwar dieses Augenpflegeprodukt. Das ist von VitaYes, der Perfector. Das ist ein Illuminating Eye Serum und das habe ich jetzt seit gut einem Monat im Gebrauch und muss wirklich sagen, dass ich sehr zufrieden damit bin. Also ich trage das auf und dann habe ich das Gefühl, dass das einfach so ein bisschen abschwellt und dass man dann einfach frischer aussieht, also dass man nicht mehr ganz so fertig und müde aussieht. Und es ist jetzt nicht so ein Instant-Produkt, also man trägt das jetzt nicht auf und dann hat man auf einmal keine Augenringe mehr, sondern es muss erstmal ein bisschen wirken, aber es funktioniert. Und ich bin wirklich sehr zufrieden damit. Deswegen wollte ich euch das unbedingt zeigen, weil ich das auch für solche Gelegenheiten, wenn ich ganz toll aussehen will und frisch aussehen will, trage ich das immer auf. Deswegen habe ich das auch hier auf meinem Schminktisch stehen, weil ich das immer als allererstes dann auftrage. Und wenn ich es euch kurz zeigen kann, das ist so ein bisschen gelb gefärbt. Ich nehme da gar nicht so viel und trage das hier einfach auf meine Augenpartie auf. Und es ist auch super feuchtigkeitsspendend. Sehr angenehm. Also ich empfinde, das ist sehr angenehm. Ich benutze es so gern. Den einzigen Punkt, den ich erwähnen sollte, wo ich glaube, dass es einige stören finden, ist, dass es so ein leicht klebriges Gefühl hinterlässt. Aber also mich persönlich stört es jetzt nicht unbedingt. Dann mache ich direkt weiter mit den Augenbrauen und verwende hier meinen aktuellen Lieblingsaugenbrauenstift, den ich sehr gern verwende. Und zwar von Maybelline den Brow Precise Micro Pencil in der Farbe Deep Brown. Und dann nehme ich jetzt hier mein Augenbrauengel von Turn It Up und festige damit einfach meine Augenbrauen, damit es echt den ganzen Tag hält. Dann nehme ich mir ein bisschen Concealer und umrande meine Augenbrauen noch damit. Das mache ich eigentlich nur, wenn ich will, dass die Augenbrauen einfach so richtig schön markant sind. Ansonsten mache ich das nicht. So sind die Kanten einfach ein bisschen sauberer. Dann nehme ich mir einen Concealer und gleiche dann so ein bisschen meine Augenlider damit aus. Das nehme ich immer als Grundlage für meinen Lidschatten. Also ich benutze keinen Primer oder so, also das brauche ich irgendwie nicht. Ich habe nicht das Problem, dass mir Lidschatten in irgendwelche Fältchen kriecht oder so. Bei mir hält es immer sehr, sehr gut. Und deswegen benutze ich eigentlich immer nur Concealer, weil dann sieht auch der Lidschatten schön sauber aus, wenn auch das Lid einfach eine schöne, einheitliche Farbe hat. Und da kommen dann auch die Farben besser zur Geltung, wenn man das richtig grundiert. Für meine Augen verwende ich heute die Essence Wonderfoil Palette und dann nehme ich mir als erstes diesen Base-Ton hier und fixiere damit einfach mal den Concealer. So, ich brauche jetzt als erstes eine Farbe für meine Lidfalte. Da die Palette jetzt keinen so einen hellen braunen Ton drin hat, werde ich mir jetzt hier so einen Single-Lidschatten nehmen und zwar von Love. Das ist die Farbe Nummer 110 Sun Eclipse. Und damit gehe ich als erstes mal in meine Lidfalte bis hier nach vorne. Ich nehme jetzt diesen Ton hier. Und dann gehe ich hier sanft nochmal in die Lidfalte. Und gehe auch an den äußeren und inneren Augenwinkel. Und ich baue das dann einfach so weit auf, wie dunkel ich es halt eben haben möchte. Aber ich glaube, das reicht jetzt schon. Ich nehme jetzt meine NYX Eyeshadow Base und werde das hier auf meinem zentralen Augenlid auftragen. Und dann werde ich mir hier diesen roséfarbenen Ton nehmen und direkt hier in der Mitte draufpressen.
Und das Ganze werde ich dann hier verblenden. Und dann hier an der Seite auch noch verblenden, damit die Übergänge schön sind. Dann tusche ich mir jetzt gleich mal die Wimpern mit der NYX Worth the Hype Mascara. Und ich biege mir immer erst meine Wimpern und tusche sie dann gleich danach, damit sie nicht wieder umklappen oder runterfallen. Ich verwende wie ganz oft die Ardell Lashes in der Nummer 120. Ich habe aktuell keine anderen da. Aber ich glaube, ich sollte mal ein bisschen shoppen gehen und mir neue Wimpern kaufen. So, dann machen wir mit dem Gesicht weiter. Ihr habt es bestimmt schon gesehen. Ich sehe aus. Ich habe so einen schlimmen Ausbruch bekommen. Ich weiß nicht warum. Meine Haut war so toll. Und von einem auf den anderen Tag ist es ausgebrochen. Und ich weiß nicht warum. Aber gut, kann man nichts machen. Ich mache jetzt erstmal mit dem Primer weiter. Und zwar werde ich hier diesen Porefessional Pearl Primer verwenden. Den habe ich mir ja erst letztens gekauft irgendwann. Und den habe ich ehrlich gesagt erst ein, zwei Mal getestet. Deswegen kann ich noch nicht viel sagen. Und heute ist mal wieder eine gute Gelegenheit, das mal wirklich auszuprobieren. Der ist hier so ein bisschen rosa. Und den werde ich hier nur auf meiner T-Zone auftragen. Fühlt sich silikonartig an, duftet auch sehr gut. Sieht die Haut gleich ebenmäßiger aus, also sieht eigentlich ganz toll aus. Dann wird es Zeit, die ganzen Unreinheiten abzudecken. Und ich werde hier meinen liebsten Color Corrector verwenden, und zwar von Vichy Derma Blend. Den Color Corrector in der Farbe Green natürlich. Und den finde ich so toll. Ich liebe den. Der setzt sich nicht komisch ab oder so, sondern sieht einfach super aus. Also wenn man da Make-up drüber gibt, dann sieht man nichts mehr von dem Grünen und die Rötungen sind super abgedeckt. Als Foundation nutze ich hier natürlich die Estee Lauder Double Wear Foundation, wie meistens, wenn ich perfekt aussehen will. Und werde sie hier mit diesen NYX Total Control Drops mischen. Die habe ich in einer bisschen dunkleren Farbe gekauft, weil ich ein bisschen bräuner geworden bin. Und gebe hier nur so einen kleinen Tropfen drauf, damit es einfach ein bisschen dunkler wird, weil mir das ein bisschen zu hell ist. Als Concealer verwende ich natürlich meinen Catrice Liquid Camouflage Concealer. Und da werde ich auch zwei Farben mischen, weil mir das ein bisschen zu hell geworden ist. Zum Fixieren meines Concealers verwende ich natürlich meinen Trended Up Puder. Das ist für die Leute, die mich schon länger verfolgen, natürlich jetzt nichts Neues. Aber das sind einfach so meine Produkte, die ich benutze, die ich kenne. Ich mache bei solchen Tagen keine großen Experimente. Also ich glaube, das ist schlecht, wenn man dann irgendwo hingehen möchte, auf eine Hochzeit oder so, und dann erstmal anfängt, neue Produkte auszuprobieren. Das kann sehr stark in die Hose gehen. Deswegen nehme ich einfach altbekanntes, wo ich mich drauf verlassen kann. Den Rest von meinem Gesicht sette ich auch, und zwar mit diesem Alverde gepressten Puder. Das Compact Puder in der Nummer 10. Ich sette hier mein komplettes Gesicht, damit da heute nichts verläuft. Ich verwende heute meinen Hoola Bronzer. Ich möchte heute nicht konturieren oder irgendwie, deswegen einfach nur Bronzer. Und dann wärme ich mal mein komplettes Gesicht ein bisschen auf. Passend zu meinen Augen werde ich heute diesen Blush von Benefit verwenden, und zwar den Gold Rush Blush. Das hat auch so einen schönen rosé-goldenen Ton. Als Highlighter werde ich heute diesen hier verwenden. Das ist der MAC Show Glow Highlighter. Und der hat auch so ein bisschen Rosé-Touch, Gold-Rosé-Touch. Ich glaube, das passt ganz gut zu den Augen. Ist jetzt nicht unbedingt mein Liebster, weil der ganz viele Glitzerpartikel hat, aber ich versuche nur ein bisschen weniger aufzutragen, nicht ganz so krass ist. Und den trage ich auch im Innenwinkel auf. Dann werde ich das Ganze jetzt erstmal fixieren mit dem Superstay 24 Stunden Setting Spray.
So, ich habe mir jetzt schnell die Haare geglättet. Ich habe auch schnell mein Kleid angezogen. Ich kann es euch ja schnell mal zeigen. Ich habe hier unten so ein schönes Blumenmuster drin. Deswegen wollte ich was Passendes mit den Augen machen. Gut, es ist jetzt hier ein bisschen rötlicher, aber okay. Aber es passt, glaube ich. Jetzt brauche ich noch einen schönen Lippenstift dazu. Ich könnte was Roséfarbenes benutzen. Oder was Nudefarbenes. Ich weiß jetzt nicht, was besser passt. Und da werde ich jetzt, glaube ich, heute von Revlon den Ultra HD Matte Lip Color verwenden in der Farbe HD Seduction. Ja, und das wäre jetzt der fertige Look. So gehe ich jetzt auf die Hochzeit. Ich hoffe, den anderen wird es auch gefallen und ich hoffe auch, dass es meinem Mann gefallen wird. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr diesen Look findet. Und ich werde natürlich auch Fotos auf Instagram posten von meinem Kleid und so weiter und so fort. Also schaut auf jeden Fall vorbei und folgt mir, wenn ihr das sehen wollt. Auf jeden Fall wünsche ich euch eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Video auch wieder rein. Jetzt habe ich mich fast verplappert. Und ich würde sagen, wir sehen uns bald. Ciao, ciao!